Gott existiert. Er lebt in Brüssel. Geburt 2129. Immer wenn ein Mensch in die Badewanne steigt, beginnt das Telefon zu laden. Geburt 2218. Die Warteschlange, in der man selbst nicht steht, kommt immer schneller voran. Du kennst die Menschen nicht mal und es macht dir Spaß, ihnen weh zu tun. Du warst in meinem Büro. Jeder kann's besser als du. Du darfst nicht in mein Büro! In diesem Moment wurde mir klar, dass es so nicht weitergeht. Weißt du, was deine Tochter getan hat? Sie hat die Todesdaten verraten! Zu diesem Zeitpunkt kann niemand sagen, ob es sich um einen Scherz handelt oder ob sich die ominösen Todesdaten bestätigen. Oh, Scheiße. Ich such sie! Und diesmal, da setzt richtig was! Ich suche ein kleines Mädchen mit schwarzen Haaren, ein bisschen hektisch und... Wie verbringen wir den Rest unseres Lebens, ist die Frage in den sozialen Netzwerken. 62 Jahre habe ich noch, 62! Oh, Scheiße. Er sagt, dass er sie gern mag. Ich habe noch nie im Leben so etwas Schönes erlebt. Ja! Wer ist das? Gott. Den habe ich mir anders vorgestellt. Was ist passiert? Ein Wunder. Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das habe ich nie gesagt. Wie bitte? Das habe ich nie gesagt. Aber der da, der musste ja alles auf den Kopf stellen. Das Einzige, was er geschafft hat, war, sich an den Gestell nageln zu lassen. Wie eine Eule. Und hat dein Vater Kräfte? Wie ein Superheld? Ja, zwing mich bloß nicht, dich zu holen! Mach's dir gemütlich, willst du etwas trinken? Du weißt nicht, wer ich bin. Wer ich bin? Was ist das denn für ein Chaos? Ah, du bist schon zurück? Hier ist wieder Kevin.